Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen 3. Können wir was skillen? Nö, wir haben so viel Erfahrung in letzter Zeit bekommen. Ich wollte einfach mal sicher gehen. Das Ruderboot hier geht auch nicht. Hier sind so viele kaputte Ruderboote. Und Kisten, die wir rumschieben können. Das ist der wahre Schatz. Ja. Oh, hier ist tatsächlich ein Schatz. Stimmt, dafür hatten wir noch eine Schatzkarte. Bones. Hast ja einen schicken Bart und so. Und jetzt auch Dreck im Gesicht, aber so gern wollte ich jetzt nicht in dich rein. Was haben wir denn hier Schönes? Gold. Ja, sogar. Ziemlich wertvoll. Schädelbecher. Ah, alles sehr schön. Einfach wertvolle Schätze tatsächlich. Genau das, was unser Freund sich gewünscht hatte. Hätte er doch mal ein bisschen weiter hier gegraben. Ah, hier geht's nicht weiter. Sah ein bisschen aus wie so ein kleiner Eingang. Jetzt war ich hier. Bis hier so. Dann müsste ich jetzt eigentlich nach hier gehen. Und dann müsste ich so langsam auch alles haben, was es hier auf der Insel gibt. Ich werde sicher ganz viel verpasst haben. Das ist schwierig, bei so einem eher ründlichen, also nicht linearen Gebiet, ordentlich vorzugehen. Was ich ja irgendwie anstrebe. Aber hey. Ah, okay, jetzt bin ich schon einmal drumherum gelaufen. Dann kann ich ja jetzt nochmal... Moment, war da irgendwas auf dem Boden? Nein. Das sah irgendwie kurz aus. Aber da ist eine Blutwurzel. Dann können wir ja jetzt... Was macht hier diese Geräusche? Das habe ich hier doch schon mal gehört irgendwo. Ist wohl zufällig. Nehme ich einfach mal so hin. Ist hier noch irgendwo was? Nein, da oben war der Golem. Da hinten ist noch ein Hundi. Ein Höllenhundi. Das heißt, da waren wir auch noch nicht. War zumindest nicht ganz da. Bei uns. Ach, da hinten. Eine schick aufgestellte Truhe. Damit sie nicht nass wird, ist hier ja Sumpf, also darum ist sie so ein bisschen untergebaut. Oder unterbaut. Das ist schon alles sachlich gut recherchiert und korrekt. Ich hab dieses Mädchenschrei oder sowas, das klingt halt so. Es klingt halt immer wie ein Mädchenschrei in allen Horrorfilmen und in Sümpfen. Es sind immer Mädchen. Jungs gehen nicht verschollen, das wäre ja Quatsch. Keine Ahnung, die habe ich gerade schon wieder gehört. Der scheint aus diesem Turm da zu kommen. Ist da irgendwas, wo man reinfliegen kann mit einem Papagei? Nee. Dann war's das wohl hier. Habe ich noch irgendwelche Quests hier auf Takarigua? Also Jack, stimmt, Jack wollte ja was wissen. Bei ihm habe ich da auch einen Teleporter recht nah. Dann gehen wir einfach mal zu Jack. Vielleicht kann Jack mir helfen, Dieser Turm ist die reinste Todesfalle. Auf mich wirkt er ziemlich harmlos. Lass dich ja nicht täuschen. Wer weiß, wie viele Ratten oben im Turm hausen. Wenn du nicht Acht gibst, stürzen sie sich auf dich nieder und kratzen dir die Augen aus. Ich habe natürlich kein Fleisch zum Braten. Ist Jack inzwischen wieder hier? Ja. Hallo Jack. Vielleicht hilfst du mir ja, den bösen Menschen in Puerto Sacarico zu stürzen. Ich bin in Puerto Sacarico gewesen. Und? Was für Neuigkeiten hast du im Gepäck? Da herrscht militärischer Drill und Untergangsstimmung. Mann, denen geht wohl auch so langsam die Muffe, was? Ja, aber sonst hast du nicht viel verpasst. Dennoch danke, dass du mir davon berichtet hast. Noch ein Tipp für dich. Ist die Lage auch noch so beschissen, sauf sie dir schön und die Welt ist in Ordnung. Ja. Zeig mir deine Ware. Der beste Tipp der Welt. Hast du noch irgendwas Schönes? Diebesamulett? Warum ist denn das so gut? Hab ich gar kein Amulett? Den brauche ich nicht. Diebesamulett. Habe ich an. Und beim Kaufen wird mir angezeigt, das ist plus 10.
Das ist irgendwie blöd gemacht, dass da nicht richtig zu erkennen ist, wann immer, wo die Veränderung dargestellt wird und so weiter. Das hätten sie doch besser machen können, schon noch. Wie dem auch sei, die langläufige hier verkaufe ich erstmal. Unring, wie gesagt, nichts für mich. Und das ganze Zeug, was ich hier so angesammelt habe, ist ja gar nicht so viel. Das kannst du aber auch noch haben. Die Muschel mache ich jetzt sofort auf. Ich werde dran denken, Muscheln aufmachen. Ich werde es mir merken. Jetzt hast du schon zweimal altes Wissen. Ich werde das Gefühl nicht los, die könnte ich nochmal gebrauchen. Diese Bände bringe ich auch mal weg. Muscheln aufmachen. Einen Schädel behalten wir. Keine Ahnung, ich behalte von den grünen Dingen immer eins, weil ich habe immer das Gefühl, das könnten nützliche oder benutzbare Items immer sein. Ich weiß auch nicht. Ist wahrscheinlich kompletter Müll. So, Muscheln aufmachen. Inventar, benutzbares. Das zählt nicht als benutzbares. Ich sollte es auch lieber mal nicht essen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht, aber ich sollte es auf jeden Fall nicht versuchen. Geht doch. Geschafft, geht doch. Wer sagt's denn? Geht doch. Geschafft. So. Zeig. Jetzt habe ich, wie viele Perlen? 13 Stück. Ist doch in Ordnung. Nein, Handel akzeptieren. So, jetzt sollte ich aber wirklich hier nichts mehr haben. Nee, die Crew, Patty, wo soll die nochmal sein? nach Kila ist sie gefahren. Ach ja, Taranis. Hermann, bei uns versteckt. Stimmt, wir könnten jetzt eigentlich mal einfach zurückgehen nach Takarigua. Oder sind wir... Ne, wir sind gerade auf Takarigua. Ihr wisst, was ich meine. Ich werde es jetzt ja sehen. Moment, in See stechen. Nach Antigua. Takarigua, Antigua. Ua. Einwohner. Ist so alles dasselbe. Was denkst du über diesen Ort? Die Piraten wissen, wie man lebt, was? Die Jagd nach Reichtum und Ruhm ist eine lebenfüllende Aufgabe. Trifft sich gut, dass sie dabei so gute Seefahrer sind. Vor allem dann, wenn man den Hals nicht vollkriegt. Komm mit. Klar. Es geht ja um deinen Schatz, den ich heben möchte. Ach ne, es ist bei Crew. Bei uns versteckt. Moment, ich will, dass das Ausrufezeichen hier weggeht. Das hat mich gerade einfach genervt. Was? Er hat doch gesagt... Takarigua. Ich sollte besser lesen lernen. Dann macht das jetzt vielleicht auch Sinn. Ist die Markierung vielleicht richtig? Ja, da oben. Am schnellsten komme ich davon hier hin. Dann sind wir jetzt doch nochmal hier auf Takarigua und unsere Perlen da links werden immer noch geöffnet. Dumm-di-dumm. Ist aber mächtiges Schwert, das wir hier mit uns rumführen. Fate haben wir auch noch was verpasst und finden das jetzt. Das habe ich bei uns gar nicht mitgenommen. Verdammt. Was, wenn er mir die falschen Schlüssel gegeben hat? Da muss ich zweimal laufen. Wächter an Bord. Okay, ich glaube, so gleich bin ich wieder auf aktuellem Stand mit den Anzeigen links. Müsste das... Ja, jetzt sind wir auf aktuellem Stand. Und da gleich kann ich irgendwo runterhüpfen und dann nehme ich mir den Schatz von Bones mit. Das schwarze Herz. Vielleicht gibt es ja auch noch ein bisschen was anderes dort. Werden wir sehen. Was der alte Halunke da vergraben hat.
Gott. Das war knapp, aber es hat ja funktioniert. Das habe ich übersehen, das Ding, oder konnte ich es erst jetzt aufmachen? So. Ich treffe die M-Taste nicht, muss immer über C dahin gehen. Ich habe deine alte versteckte Kiste gefunden. Und es war tatsächlich ein schwarzes Herz darin. Ja, schon sehr lange her, dass ich es dort zurückließ. Wie auch immer, ich hoffe, dass es dir weiterhilft. Ja. Jetzt aber auf nach Antigua, denn dort haben wir tatsächlich noch irgendwas abzugeben, oder? Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass wir das haben. Antigua. Na, Quinn habe ich noch nicht. Habe ich auch noch nicht. Na, seht ihr mal, da hinten ist ein Schatz. Ich habe mich total geirrt. Ich dachte, ich hätte diese Quest schon gemacht. Calador. Naja, egal. Ich hole mir jetzt diesen Schatz da oben. Eines glücklichen Piraten. Da werden wir ja mal sehen. Hier sollten ja jetzt keine bösen Monster mehr sein. Keine bösen Gegner mehr. Ich habe hier eigentlich alles geklärt, was es zu klären gab. Ups. Und da vorne irgendwo soll der Schatz sein. Moment, wo bin ich? Ich bin hier, okay. Wo früher die Wasserträger, glaube ich, waren. Ganz, ganz früher, als es hier noch ein bisschen weniger düster aussah. Da gab es hier ja tatsächlich noch Leute, die Wasser getragen haben, um die Schiffe zu beladen. Na, aber ich dachte mir ja schon, dass hier unten was sein sollte. Als ich das eine Mal hier war. Hast du es bald? Bestimmt nur Alkohol. Nein. Ah, oh, der zerstörte Brustpanzer. Ach, das war das. Ah. Klingensicher. Plus 10. Ein Pokal und 150 Gold. Damit haben wir einen neuen Gegenstand in unserer Sammlung. Au. Oh. Ah, hier einmal komplett durch. Ich glaube, der hilft nicht mehr so viel. Aber es ist ja der Gedanke, der zählt, irgendwie, nehme ich an. Dann können wir jetzt eigentlich ein komplett neues Ziel in Angriff nehmen. Nehme ich an. Wie wäre es mit Taranis oder Kila? Taranis sieht hier, passt hier besser in unsere Vorgehensweise, würde ich sagen. Da stechen wir in See. Find's übrigens schön, dass diese Katzen jetzt nur noch kommen, wenn es bei Reisen ist, die wir noch nicht begangen haben oder bestritten haben. Das ist sehr angenehm. Ich glaube tatsächlich, dass Taranis sogar ein komplett neues Gebiet ist, oder? Die Insel? Ich meine schon. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Hallo. Das ist doch dein Heimatort, oder? So, wir sind auf Taranis. Was wirst du jetzt tun? Der Magier Erasmus schickte mich nach Takarigua, um ihm den Monolithenstein von dort zu besorgen. Er braucht das Ding für sein Experiment. Er nennt es Reaktor. Wenn ich bei Erasmus aufkreuze, muss ich mich wieder für jeden Mist rechtfertigen. Komm, gib mir den Stein. Ich mach das für dich. Ehrlich? Danke, Mann. Dafür hast du einen Gut bei mir. Hier hast du den Stein. Bring ihn zu Erasmus. Er wird sich darüber freuen. Aber natürlich, so ein wertvolles, seltenes Ding, da gibst du einfach mir. Aber okay, du vertraust mir inzwischen schon. Was hast du jetzt vor? Ich bin froh, dass ich Teil deiner Crew bin. Doch um ehrlich zu sein, müsste ich mich eigentlich bei Faruko melden. Er sagte mir, dass ich zu ihm kommen soll, wenn ich von Takarigua wieder da bin. Wo ist das Problem? Dann melde dich doch bei Faruko. Ja, dann darf ich mir wieder seine Standpauke anhören. Verantwortung und Konsequenzen bei Nichtbeachtung der Anweisungen der Magier und so ein Zeug. Okay, ich habe ein wenig länger gebraucht auf Takarigo als geplant. Aber es war auch eine verdammt harte Nuss. Wieso bist du eigentlich zu den Magiern gegangen? Hey, die Magier sind cool, keine Frage. Aber manchmal können ihre schlauen Sprüche wirklich nerven. Ich finde, die Magier dürfen ruhig etwas dankbarer sein.
Immerhin riskieren wir Kopf und Kragen für sie. Wie wär's, wenn ich mal mit Faruko spreche? Puh, du hast mir eigentlich schon genug geholfen. Ich weiß nicht, ob ich das auch noch von dir verlangen kann. Ich werd's überleben. Na schön, danke. Ich werde mich revanchieren. Erzähl ihm aber bloß nicht, dass ich auf Takarigua gestohlen habe. Er hat sowieso schon... Naja, du wirst es ja sehen, wenn du mit ihm sprichst. Oder hören. Wo ist dieser Magier Faruko? Ich schätze, er ist irgendwo in der großen Halle im Magierlager. Da ist er meistens. Komm mit. Wie du willst. Ah, jetzt kann ich ihn noch mitnehmen. Das finde ich cool. Hat Bones noch was hier zum Landstrich zu sagen? Nee. Dann würde ich sagen, wir gehen noch an Land. Gnome als Hafenarbeiter. Von der Idee habe ich noch nie etwas gehalten. Gnome! Wieso? Da verschwinden doch mehr Waren als ankommen. Aber jeder mag Gnome. Also, beim nächsten Mal geht's weiter mit Gnomen hier auf Taranis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Risen 3 für heute. Euer Vogel. Tschüss.